Werte Lords, werte Ladies, willkommen zu diesem Video, dem Videorückblick auf den Monat März. Es ist jetzt schon fast Mitte April, aber trotzdem hier noch ein kurzer Rückblick auf den März. Und zwar muss ich zuerst etwas tun, was mir sehr schwer fällt. Ich muss beichten. Ich habe nämlich im letzten Videorückblick gesagt, dass ich im März anfangen werde zu streamen und habe fest gesagt, dass ich das tun werde und, ja, wie es so kommt, immer noch nicht geschafft. Ich bin jetzt vorbereitet, ich habe mir noch einmal die Zeit genommen, um mich vorzubereiten und im April wird es definitiv zum ersten Stream kommen. Ein weiterer Punkt, warum ich das noch nicht getan habe, weil ein Kumpel von mir, der ist gerade umgezogen und mit dem würde ich gerne das erste Mal zusammen haben. Quasi die Stream-Entjungferung. Wobei, ja, lassen wir das mal. Und das war mir sehr wichtig, das erste Mal mit ihm zu streamen, weil einfach zu zweit liegt die Moderatorentätigkeit noch etwas weniger bei mir, wenn wir uns da zu zweit inspirieren können. Genau, ich weiß auch schon das konkrete Datum, wann der erste Stream stattfinden wird. Und zwar nächsten Donnerstag am 15. April ab 18 Uhr. So, jetzt kann ich mich nicht mehr rausreden. Der Stream wird kommen auf twitch.tv. Ich denke, ich werde alles noch kurz hier einblenden. Da oder da oder da oder da. Irgendwo hier. Dann der zweite Punkt, der im März gelaufen ist, beziehungsweise eigentlich der erste, der im März gelaufen ist, weil ja das Streamen nicht gekommen ist. Auf jeden Fall habe ich mir im März ordentlich Erleichterung verschafft, weil ich im März ganz viel über die nächsten Bücher mir Gedanken gemacht habe. Ihr wisst ja, vielleicht nicht, das aktuelle Großwerk, die sogenannte Große Chronik, ist eine Bücherreihe, die sich über 5 Bücher erstreckt. 5 dicke Bücher. Und das erste dieser 5 dicken Bücher ist jetzt fertig. Und jetzt habe ich mir sehr, sehr viel Gedanken gemacht, wie es weitergeht. Und ich hatte zuvor schon diverse Ideen und diverse Überlegungen und hatte schon das eine oder andere Gedanklein hatte ich bereits in meinem Kopf, in welche Richtung es gehen könnte, aber war da immer so ein bisschen unsicher, was mache ich jetzt wirklich, wohin wird es wirklich gehen, was werden meine Figuren wirklich erleben, und auch der Schluss, den ich bereits im letzten Monatsrückblick ein bisschen erwähnt habe, auch der Schluss, den habe ich jetzt definitiv ausgearbeitet und ich weiß, wohin die Geschichte gehen wird. Und das ist wirklich eine Erleichterung, weil ich bisher immer so gedacht habe, ja, muss ich noch rausfinden, finde ich da was Schlaues, finde ich irgendwelche interessanten Geschichten für die restlichen 4 Bücher. Genau, und jetzt habe ich das einigermaßen ausgearbeitet, also ich weiß ziemlich genau, wohin es gehen wird. Und ich kenne auch den Weg dorthin. Und das ist doch eine ziemliche Erleichterung. Weil jetzt so ein bisschen der Druck wegfällt mit, ja, ich muss dann eine gute Geschichte noch erzählen können bis zum Schluss. Und ich muss, ja, interessante Begegnungen schaffen. Und ich muss einfach genug Spannung bieten. Und das habe ich jetzt ziemlich geschafft. Da und dort gibt es natürlich noch gewisse Lücken in der Geschichte. Aber hey, wir reden hier über eine Arbeit von sicher noch 5, 6 Jahren und da wird sich doch noch das eine oder andere ändern. Aber der grundsätzliche Weg habe ich nun festgelegt im März. Ja, das war mein März und ich habe relativ wenig Videos gemacht im März. Dafür kommen in den nächsten beiden Wochen wieder direkt 2 Videos. Am nächsten Dienstag kommt ein Video, wo ich in 10 Minuten eine Geschichte austüfteln werde. 10 Minuten, eine Fantasy-Geschichte.
Und übernächste Woche werde ich ein kurzes Video veröffentlichen, warum ich im Moment so sehr auf YouTube und dann auch auf Twitch abhänge und warum ich zum Beispiel auf Facebook fast gar nichts mehr tue. Ich habe auf Facebook lange Zeit relativ regelmäßig ziemlich lange Texte geschrieben, mit Einblicken ins Schreiben, mit Einblicken über was ich gerade tue, und ja, da erzähle ich kurz etwas, warum das im Moment nicht mehr der Fall ist. Aber ja, das soll es auch schon wieder gewesen sein von meinem Rückblick, und die Erleichterung, die ist immer noch sehr groß, und ich gehe jetzt völlig erleichtert wieder an die Arbeit. Also, ich würde sagen, macht's gut und wir sehen uns nächsten Donnerstag um 18 Uhr auf twitch.tv. Einblendung hier, 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 irgendwo. Wir sehen uns. Tschüss!